Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg die wildsten Wildtiere, beziehungsweise hier um den Abschnitt Odrog, welches sich im Gebiet der Hochberg befindet und zwar in einer Höhle drin bei etwa 45-22 und der Höhleneingang ist hier nebendran und zwar etwa bei 42-25. Dort etwa in der Mitte befindet sich dann dieser Odrog halt einfach in der Nähe dieser Statue von Mukibrul. Und ja, das Team, um den Gegner zu besiegen, ist eigentlich, sag ich mal, ja, einfach zu wählen. Also ihr könnt grundsätzlich jedes Wildtier nehmen hier an dieser Stelle, also das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich habe jetzt mich halt einfach für das Zandalari-Pet entschieden, mit Jagdruge und schwarze Klaue. Dann haben wir hier eine Schlange genommen mit Biss, Zischen und Eingraben und noch eine Spinne mit Zuschlagen, brüchiges Netz und Spinningschwarm. Und ja, dann gehen wir gleich in den Kampf hinein und sehen, wie wir diesen Gegner besiegen können. Grundsätzlich kann man auch an der ersten Stelle eine Spinne nehmen, also das ist jetzt nicht wirklich schlimm. Ich setze meistens hier dann einfach zuerst einmal die schwarze Klaue ein und danach den Jagdrudel. Der zweite Durchgang von Jagdrudel sollte eigentlich Steinschläge immer töten und meistens ist dann halt einfach das Sandlari-Pet etwa bei 50%, so 40-50%. Dann kommt hier Schlurp ins Spiel und hier ist, ja, sag ich mal, eine noch nicht eine Fehlerquelle zu vorhanden, aber mit Kopfstoß kann er halt euch betäuben. Dem ersten können wir aus dem Weg gehen, aber danach beim zweiten leider nicht. Da kann es immer wieder zu Fehler kommen, aber wir haben ja noch ein drittes Wildtierpad und das sollte eigentlich ja den Rest noch erledigen können. Aber normalerweise kann es sogar sein, eben, dass man mit den ersten zwei Pads eigentlich den Kampf bewältigen kann. Hier kämpfe ich einfach weiter mit Biss, bis halt Schlurp dann getötet wird. Und eben jetzt könnte ich dann gleich betäubt werden, was ich vermutlich, ja, mal schauen, ob ich jetzt betäubt werde, ja genau. An dieser Stelle eben wird man meistens betäubt, dann muss man halt einfach passen. Danach kann man zum Beispiel hier wieder eingraben, damit man halt wenigstens dem aus dem Weg gehen kann. Und das sollte dann eigentlich meistens den Rest geben, weil das Wildtier halt eben mit dem Wildtierbuff ausgestattet ist. Und danach kämpfen wir weiter mit Biss. Noch einmal bis, dann taucht er hier ab. Wir können leider nichts machen, auch wenn man jetzt hier eingraben würde, er würde uns trotzdem treffen, weil wir ebenfalls unter der Erde sind. An dieser Stelle einfach passen und sich töten lassen. Dann schickt man am besten wieder das Zandalari-Pad ins Spiel und hier kann man eigentlich mit dem Jagdrudel, ja, sag ich mal, den Rest geben. Und zwar ebenfalls wieder mit dem zweiten Jagdrudel-Durchgang sollte eigentlich ja Schleime besiegt sein. Die Geschwindigkeit beim Zandalari-Pet ist eigentlich egal, man ist eigentlich immer schneller als die Schnecken. Und ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald.